Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Sie reden hier von der nationalen Pflicht zur Buntheit. Eins steht doch klar, es gibt internationale Menschenrechte und das europäische Versprechen des nie wieder zu Rassismus und Antisemitismus. Letzte Europaparlamentstagungswoche hat der Ausschuss im Europaparlament über transnationale Listen abgestimmt. Mich hat es wirklich sauer gemacht, dass CDU, CSU mit allen Rechts- und Linkspopulisten, die es in diesem Hause dort gibt, gegen die transnationalen Listen gestimmt hat. Da gab es mal einen Hoffnungsschimmer für die Stärkung der europäischen Demokratie. Die Briten gehen raus, ein paar Plätze werden frei. Man hätte daraus transnationale Listen machen können mit Menschen, die aus allen EU-Ländern kommen. Nix da, sagt die CDU, nix da. Man könnte doch noch ein bisschen weniger europäische Demokratie eher gebrauchen. Schade ist es, liebe CDU, dass Sie diesen Hoffnungsschimmer so schnell gekillt haben. Und Frau Merkel, es reicht auch nicht, das ist sie nicht da, wenn Sie sagen, die EVP hat einen Spitzenkandidaten. Das ist ja wunderbar. Aber worum es geht in Ihrem Treffen in den nächsten Tagen, ist ja sicherzustellen, dass die nächste Kommissionspräsidentin auch vorher Spitzenkandidatin war. Ja, das ist die Aufgabe, und das müssen die Regierungschefs jetzt festlegen, damit da nicht wieder am Ende irgendjemand aus dem Hut gezaubert wird, den keiner kennt und der dann Kommissionspräsident wird. Darum geht es, und da reichen nicht eine eigene FVP-Spitzenkandidat, sondern dann brauchen Sie eine Festlegung auf europäischer Ebene. Und erlauben Sie mir, was zum Haushalt zu sagen. Herr Lindner, Sie hatten ja hier ein sehr interessantes Konstrukt, dass die Große Koalition mit ihrem Versprechen, mehr Gelder für Europa zur Verfügung stellen, Herr Oettinger in den Rücken fallen würde. Herr Oettinger ist ja selber dafür, dass wir einen höheren Haushalt wollen. Bei mir ging es um die Kohäsionsfonds. Frau Merkel sagt, sie will auch für Deutschland weiter Geld. Das war auch keine Idee von Herrn Oettinger, sondern von Herrn Juncker. Also Sie müssen schon mal aufpassen, wem Sie da in den Rücken fallen wollen. Herr Oettinger kämpft für einen höheren EU-Haushalt und offensichtlich die nächste Regierung auch. Das macht auch Sinn. Herr Bartsch, mich hat es überrascht, dass Sie auf einmal keinen größeren EU-Haushalt wollen. Das kann man ja wollen. Aber Sie haben vorher noch zigfach die Sozialunion angemahnt. Und wie das zusammengehen soll, weniger Geld für Europa und gleichzeitig Sozialunion, das müssen Sie uns mal wirklich erklären. Der europäische Haushalt hat auch eine Aufgabe, gemeinsame europäische Aufgaben gemeinsam durchzuführen und dann auch zu finanzieren. Und das ist eine gemeinsame Aufgabe beim Klimaschutz, bei der Innovation, bei Fairness und soziale Gerechtigkeit, aber auch beim Handeln nach außen. Und erlauben Sie mir, wenn ich noch mal auf Syrien zu sprechen komme. Frau Merkel hat es ja beschrieben, die dramatische Situation in Ostghuta. 400.000 Menschen, die seit 4 Jahren belagert sind, abgeschnitten von allem und eh schon gar keine Hoffnung mehr haben und jetzt auch noch wieder bombardiert werden. Es ist unerträglich. Und gleichzeitig haben wir den völkerrechtswidrigen Angriff der Türkei auf Nordsyrien. Und Herr Kauder, das ist mehr als ein Konflikt zwischen NATO-Partnern. Das ist ein völkerrechtswidriger Angriff auf Syrien. Und als solchen müssen Sie den auch endlich mal benennen. Und wenn wir Sie jetzt zusammensitzen als Regierungschefs, dann müssen Sie doch da rausgehen, am Ende eine gemeinsame europäische Position haben. Es kann doch nicht sein, dass es in Syrien läuft, dass Russland agiert, die Türkei, Amerika, alle und Europa keine Position hat. Das ist doch überhaupt nicht mehr erträglich. Wir brauchen ein gemeinsames Handeln. Die Bombardierungen von allen müssen aufhören. Humanitärer Zugang für alle wieder möglich sein und sinnvolle Gespräche. Dann kann Europa seinem Versprechen auch wieder gerecht werden, für Frieden und Freiheit zu stehen. Ich setze auf die Regierungschefs, ein deutliches Zeichen zu setzen. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Uwe Feiler, CDU/CSU.